Hallo Freunde der Spiegeltour und willkommen bei Kingdom Come Deliverance. Leider sind wir jetzt etwas zurückversetzt im Spiel wieder, weil ich leider ja den Abschluss hatte letztes Mal. Ich habe es glaube ich eine halbe Stunde einfach offen gelassen und es ist nichts mehr passiert. Deshalb musste ich beim letzten Savegame starten, das war leider nach dem Badehaus. Wir werden jetzt deshalb nicht Schatzsuche machen, sondern wir werden uns um Quests kümmern erstmal wieder. Weil ich kam noch nicht dazu, die Schätze nochmal zu suchen. Ich habe auch gesehen, dass viele kommentiert haben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür, dass das in die Richtung ging, dass ich jetzt eher weiß, wo die Schätze sind. Ich muss jetzt eh nochmal das eine oder andere absuchen, weil ich glaube, vom Ausrüstungslevel fehlt mir jetzt zum Beispiel der andere Helm. Mir fehlt die Warhorse, das Warhorse-Kettenhemd und an sich fehlt mir doch der andere Helm fehlt und der andere Plattenpanzer. Also ich bin jetzt dadurch nicht unbedingt viel schwächer, aber fehlt es leider. Müsste man nochmal holen. Das muss ich dann separat machen, weil da heute die Zeit wieder eng bemessen ist. Da ich ja gestern in München war für Warhammer 40k Inquisitor, um mich mit den Entwicklern zu treffen und ein bisschen darüber zu quatschen, was das Spiel in Zukunft beinhalten soll und auch was da so alles noch kommen soll. Um ein paar Exklusivinfos, die ich dann die Tage veröffentlichen darf, jetzt noch nicht. Das werden wir dann die Tage sehen. So. Ich reise jetzt los und wir gucken mal, was mit Pater Franziskus ist und ob der denn nochmal zurückkommt. Ansonsten habe ich nämlich die Köchin und kann den Vogt endlich sagen, wen ich denn alles ausgewählt habe. Ach, da sitzt der Wanderer. Lass mich raten, da ist einer, dem seine Schuhe fehlen. Ah nee, das ist einer von den Diebeshändlern. Es ist nur, du siehst mir wie einer aus der Mumme. Oder eine Schatzkarte? Und wie es der Zufall will, suche ich jemanden wie dich. Schon gut. Sag mir, worum es geht. Es ist etwas kompliziert. Sagen wir so, ich weiß, wo eine Art Schatz vergraben liegt. Und du könntest mich überreden, dieses Wissen mit dir zu teilen. Für einen vernünftigen Preis, versteht sich. Wilde Geschichte. Aber ein Versuch wert. Ausgezeichnet. Danke. Und jetzt müsste da unten stehen, Schatzkarte X gekauft. Stattdessen steht da einfach nichts. Und ich glaube, manchmal kauft man Schatzkarten doppelt. Also auf jeden Fall habe ich schon die ein oder andere Schatzkarte doppelt im Inventar. Was komisch ist. Wahrscheinlich Schatzkarten werden im 10er-Pack billiger verkauft. Übrigens, aufgrund des Zeitmanagements werden die Folgen heute leider auch etwas kürzer werden. Also ich weiß noch nicht, wie viel. Schauen wir mal, was so passt vom Cutting her. Aber wir wollen heute Abend noch Vermintide 2 im Multiplayer spielen, wenn das denn rauskommt um 19 Uhr. Und ich muss auch noch ein bisschen was anderes fertig machen. So. Och, jetzt ist er da hinten hingelaufen. So, mein Freund, wo bist du denn? Hier an der Seite oder in dem Haus? Hier im Haus ist er drin. Da ist er. Der Skalitzer Pfarrer. Was machst du denn hier? Hast du eine Frau gefunden und bleibst deshalb hier? Pater, wann gedenkst du nach St. Jakob zurückzukehren? Wie bitte? Weshalb fragst du, mein Junge? Deine Haushälterin Agnes ist in Ratei und will nicht für jemand anderes arbeiten. Sie wartet auf deine Rückkehr. Sie lebt? Der Herr sei gepriesen. Ich habe für sie und die anderen gebetet. Aber zurückkehren werde ich nicht.
Sag ihr, ich bin gerührt, doch sie muss nach vorne schauen. Super. Hey. Übrigens, Agnes Partner, Pater Francisco wird nie wieder zurückkehren. Oh mein Gott, mein Leben hat keinen Sinn mehr. Ich bring mich um. Das wäre mal ein Plot. Was ich gerade suche, ich will eigentlich zum Schmied. Ich glaube, der ist da hinter der Holzwand. Wir müssen genau die andere Richtung lang. Da kann ich das Blut auch wieder von der Waffe machen. Beziehungsweise wir schärfen ja auch das alte Schwert dabei. Und verbessern die Qualität. Also nicht die Qualität, ach, ihr wisst, was ich meine. Das Ding ist da nicht mehr stumpf. Ach, dich kenne ich doch. Du bist ja der Schmied, der nach den Teilen sucht. Wo ich auch noch in Ratei gucken muss. Es ehrt mich. Dass Weil in Ratei war ja der eine. Ah, nee, das ist die Sache mit dem Vogt jetzt. Dadurch kriegt ja einer der Wasserträger einen Job. Und der wollte mir sagen, wo ich denn so ein. Nee, der hat so ein Stück von diesem Schwert, von diesem komischen Händler. Wo es natürlich eh alles verarsche ist. Pferd. Da bist du. Mir ist noch gar nicht aufgefallen, was für schönes, welliges Haar du hast in deiner Mähne. Mein wundervolles Ross. Halten wir mal an für den Überfall. Das geht ganz schnell. Soll das etwa alles sein? Oh, du bist sogar recht gut ausgestattet für einen also für einen Typ, der mich überfällt. Tja, das schützt dich aber nicht vom Kehlkopfschuss. Boah, was ein guter Schuss von dem. Du möchtest mir nicht Bogenschießen beibringen? Ah nee, lieber nicht. Ich hab dir den Kopf geschossen. Ah, sehr schöner Schuss. Ah. Schwert eines Jägermeisters. Oh, verzierter Silberkelch. So, den Rest lassen wir drin. Um Gewicht zu sparen. Der größte Feind des Spiels ist wirklich Gewicht. Hühot, mein Freund. Es gibt eine Mod übrigens, die Anzahl der Überfälle unterwegs erhöht. Oder dieser Schwertkampftypen. Damit man schneller die Skills lernen kann. Aber bis jetzt finde ich das eigentlich ganz gut balanciert. Also es ist nicht so viel, dass man sich genervt davon fühlt. Man kann es ja auch, vor allem bei diesen Schwertkämpfen oder Wanderertypen, kann man es ja auch einfach überspringen. Mit der Speerfähigkeit haust du halt einfach ab. Und du musst ja nicht mit jedem reden. Hey, guter Mann. Lust auf ein Rätsel.
Wir sind uns schon einmal begegnet, oder? Ja, doch. Ich glaube schon. Dann weißt du ja, wie es läuft. Klingt gut. Schön und gut. Aber nun aufgepasst. 3 Bauern teilen sich ein Feld, an dem ihre Hütten liegen. Im Frühling einigen sie sich darauf, das Feld gemeinsam zu bepflanzen und die Ernte zu teilen. Bedauerlicherweise bricht sich einer der Bauern das Bein und kann nicht arbeiten. Die anderen müssen dafür umso mehr schuften. Der erste beackert das Feld 5 Tage lang, der andere 4 Tage. Der verletzte Bauer beschließt, seine Nachbarn für ihre Hilfe zu belohnen. Darum will er 9 Groschen zwischen ihnen beiden aufteilen. Meine Frage lautet, wie teilt er die Groschen, sodass es gerecht ist? Das ist ein Dreisatz. Jetzt haben wir natürlich mal keinen Stift hier. Kannst du das wiederholen? Sicher. 3 Bauern teilen sich ein Feld, an dem ihre Hütten liegen. Im Frühling einigen sie sich darauf, das Feld gemeinsam zu bepflanzen und die Ernte zu teilen. Bedauerlicherweise bricht sich einer der Bauern das Bein und kann nicht arbeiten. Die anderen müssen dafür umso mehr schuften. Der erste beackert das Feld 5 Tage lang, der andere 4 Tage. Der verletzte Bauer beschließt, seine Nachbarn für ihre Hilfe zu belohnen. Darum will er 9 Groschen zwischen ihnen beiden aufteilen. Meine Frage lautet, wie teilt er die Groschen, sodass es gerecht zugeht? Der gemeinsame Nenner ist 45. Dann kriegt der eine 5 Groschen und der andere 4 Groschen. Moment, das macht gar keinen Sinn. Nee, also das wäre die logische Antwort. Der eine hat 5 Tage bepflanzt, der andere 4 Tage. Wenn du das jetzt als Bruch siehst, ne, dann hat der, da hast du einen 4 durch 5 gleich x durch, nee, stimmt da nicht, x durch 9. Die 9 ziehst du auf die 45 hoch, weil das der gemeinsame Nenner ist von den anderen beiden. Und dann teilst du das alles durch und kriegst dann am Ende raus, was rede ich da? Oh. Der eine bekommt 5 Groschen, der andere 4. Falsch. Wichtig ist, der Bauer bezahlt sie nur für die Arbeit auf seinem Teil des Feldes. Da es 3 Tage dauert, ein Drittel des Feldes zu säen, hat der erste 3 Tage auf seinem Anteil und 2 auf dem des Nachbarn gearbeitet. So hat der zweite 3 Tage auf seinem Anteil und nur einen Tag auf dem des verletzten Bauern gearbeitet. Daher verdient der erste Mann doppelt so viel wie der zweite. Bei 9 Groschen lautet die Teilung also 6:3. Gräme dich nicht. Blödsinn. Nur wenige knacken meine Rätsel. Ich hätte einfach sagen müssen, die haben doch beschlossen, dass die ihr Feld gemeinsam verwalten. Das ist ja jetzt gewesen. Du hast 3 Bauern mit 3 Häusern auf 3 Feldern. Okay, naja, es ist nicht Blödsinn. Klar, es ist irgendwo logisch, aber dann sagt man doch, okay, weil der eine das Bein gebrochen hat, müssen nicht die anderen mehr arbeiten, sondern sie beackern sein Feld mit. Obwohl alle zu gleichen Teilen, dann muss man aber nicht entscheiden, dass man doch zusammen die Felder bewirtet. Das ist dann für mich aus der BWLer Sicht gemeinsames Risiko. Da kann sich nicht einer rausstehlen und sagen, ja, übrigens, mein Feld ist jetzt nicht dein Feld. Ja, ich rede mich nur raus. Ich bin einfach kein Rätselknacker. Ich bin einfach scheiße in Rätsel. Au! Lern gefälligst, wie man reitet. Kann reiten. Ach, Agnes, jetzt geh nicht in den Raum rein. Komm einfach mit. Pass etwas Hallo. Besser auf. Was ist denn? Oh, pass auf, wo du hingehst. Rede mit mir. Ach, die will schlafen gehen. Lass das. Ich habe mich in Sasau umgehört.
Pater Franziskus fehlt es an nichts in Sasau. Er wird nicht so bald nach St. Jakob zurückkehren. Du hast ihn gesprochen? Wie geht es ihm? Seine Soutane muss sicher wieder gestopft werden. Andauernd zerreißt er sie. Er stolpert ständig über Stock und Stein. Ich habe den Abt gefragt. Er sagte, er hätte ihn woanders hingeschickt. St. Jakob müsse warten. Warten? Wie beim letzten Mal? Wir mussten für fast 2 Jahre nach Sasau. So lange lebe ich vielleicht gar nicht mehr. So schlimm wird es schon nicht. Und in der Zwischenzeit kannst du für Händler Hagen arbeiten. Wer weiß? Vielleicht gefällt es dir ja. Du hast wohl recht. Was sonst soll ich in meinem Alter noch tun? Und das Pfarrhaus ist zu groß für eine Frau allein. Du bist also bereit, für Hagen zu arbeiten? Das sagte ich doch gerade. Ich werde seine Haushälterin. Juhu! Dann sollte die Mission auch abgeschlossen sein. Der Abt ist glücklich, die anderen Leute sind glücklich, aber ich glaube, wie spät haben wir denn gerade im Spiel? Ah, 20 Uhr, der Abt ist bestimmt gerade am Abhauen und Feierabend machen. Oder erwische ich den gerade noch? Ah, er sitzt da noch, sehr schön. Schön, dass du länger... Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein. Das mit der Köchin ist auch erledigt. Soll ich Hagen Bescheid sagen? Das werde ich übernehmen. Sag mir nur, wer es ist. Ehrlich gesagt konnte ich keine Köchin finden. Ich habe Agnes als Köchin erwählt. Es war nicht leicht, sie zu überreden, aber sie ist die beste Köchin weit und breit. Schön, das zu hören. Ich muss Hagen wohl bald einen Besuch abstatten. Dann sagt der nämlich... Ich habe die Köchin besorgt. Das kommt da nicht von mir. Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Sprich mich nicht an. Ach, solche Neuigkeiten gibt es. Schön. Dabei ist mein Ruf in Rathai doch gut. Okay, Rathai-Bürger auf Null. Die Flüchtlinge lieben mich. Die Waffenknechte sagen so, naja, er macht Gutes und Böses. Er hält es im Gleichgewicht. Schaut euch diese Gurken an. Die bleiben den ganzen Winter frisch. Schnell, greift zu, bevor... Genau, schaut euch meine Gurken an. Ah, geiler Scheiß, deine Gurken. Hammer. Wie ich deine Gurken einfach liebe. Schön, du hast noch offen. Dann können wir bei dir die gefundenen Sachen verkaufen. Gut, und dir? Direkt nur ein Viertel von Wert. Ach scheiße, der nimmt keine Rüstung an. Muss ich zum Rüstungsschmied um die Ecke gehen. Und ich nehme weniger Geld von dir, damit du mich mehr magst. Reden wir über den Preis. Ist gut. Bitte sehr. Nun denn? Herzlichen Dank. Mal ganz kurz gucken. Der Rüstungsschmied war um die Ecke in die Gasse rein. Brot! Frisches Brot! Oder ich vertue mich hier immer bei dem Ding. Ah ne, nicht in die Ecke, in die Gasse, sondern hier war der Rüstungsspiel.
Und gut, du hast auch noch offen. Mir geht's gut. Glück und Gesundheit. Bitte zeig. Selbstverständlich. Ich möchte. Das geht noch nicht. Lass uns handeln. Kaufe meinen Schrott. Danke. Noch irgendwas, was ich dir anbieten kann? Nö. Irgendwas, was du mir anbieten kannst. Das haben wir schon gelesen. Ich denke vor allem... Schilde des Leiperadels. Ich hätte gerne ein Skalitzer Schild. Habe ich das jetzt an dich verkauft? Der Warenkorb war nämlich leer. Anscheinend schon. Aber ihr habt es gesehen, ne? Ich war im Warenkorb drin, das hat mich gerade so verwundert. Mal eben zum Flüchtlingslager. Tja, scheinen alle arbeiten. Also arbeiten gegangen zu sein. Vor allem Bettlern sollst du Geld geben. Ich kann überhaupt keinem Bettler Geld geben. Na, schlafen wir erstmal. Ich wollte eigentlich die Leute finden, die, denen ich ja geholfen habe jetzt durch den Job. Weil da hat der eine oder andere ja gesagt, übrigens, ich gebe dir dafür was, wenn du mich auswählst. Jetzt haben wir nicht mal einen Marker. Wie ist es eigentlich, wenn mich plötzlich jemand mal nachts umbringen will? Ich weiß, wir müssen nicht schlafen, aber ich habe in der Nacht gerade nichts zu tun. Und übrigens vielen Dank, letztens wurde kommentiert, dass meine Stimme angenehm ist und dass viele andere YouTuber eine doofe Stimme haben. Das kann ich nur bestätigen. Vor allem muss ich damit sagen, dass ich zum Beispiel auch meinen Equalizer nicht viel benutze. Er ist natürlich ein bisschen eingestellt, dass die, wie man es halt so macht, sage ich auch im Tonstudio, dass die Frequenzbereiche der Stimme hervorgehoben werden, wo die Stärken liegen. Das hört sich jetzt an wie, oh mein Gott, es ist totaler Fake. Nein, es wird halt so gemacht, so wie beim, okay, beim Radiosprecher wird einfach alles in die Mitteltöne gepresst. Und man muss halt gucken, jede, also willst du ins Tonstudio gehen, guckt der Tontechniker wirklich, was hast du so für eine Stimme und dementsprechend werden gewisse Frequenzbereiche ein bisschen erhöht, damit das halt mehr in den Vordergrund kommt. Das wäre, glaube ich, so gang und gäbe. Und so ein bisschen hier mit 1 dB oder 2 dB hoch geht das hier auch.
Aber wenn man mich sieht oder mal trifft. Du hast also überlebt. Richtig beobachtet. Lass mich in Ruhe, ich will schlafen. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht mehr. Warum wollt ihr alle schlafen? Ich will nicht, dass ihr schlaft. Ich will, dass ihr meine Geschenke mir gebt. Nein. Lass mich schlafen. Glöckchen, das ist doch Verarsche. Vor allem geht meine Stimme dementsprechend, was für eine Situation ist, von niedrig nach hoch und zurück. Ah, der hängt immer noch fest. Tierhäute, die drei Hasenhäute haben wir inzwischen. Klau das Amulett vom Kräuterweib. Ah ne, das Schutzamulett vom Kräuterweib zurückklauen. Und die alte Dirne ist auch eine ganz tolle Geschichte. Da habe ich keinen Marker mehr, aber ich weiß, dass die hier oben an dem einen Gasthof immer war. Aber warten wir noch mal eine Stunde. Habe ich hier nicht einen Job besorgt, Alex? Ah nee, das war der, den ich gefragt habe. Was benötigst du? Wen ich denn einsetzen darf. Als Wasser- oder Scheißeträger. Der hat die Leute gesucht und dahin geschickt. Nein. Scheiße. Also bei dem weiß ich, das war der eine komische Typ. Der müsste Wasserträger geworden sein. Verzeiht die Störung, aber das klang so, als hättet ihr vielleicht Hilfe nötig. Was? Nein. Was hast du gehört? Dass hier ein paar Wertsachen... Falsch gehört. Nichts ist irgendwo versteckt. Und lass ja meinen Gatten in Frieden, verstanden? Wie du willst. Gott behüt dich. Na gut. So reiten wir nach Merhoyet. Weil da hat sich die Lage jetzt geklärt. Wir können nochmal mit den Leuten reden. So wie wir es schon hatten in der letzten Let's Play-Folge. Und dann rede ich nicht mit dem armen, verwundeten Typen da. Wodurch dann das ganze Spiel abschmiert. Ich bin eh gespannt, was alles im ersten Patch drin sein wird. Hä? Dumm. Kampfmusik? Keiner, der gegen mich kämpfen will. Wahrscheinlich sind die in der Hecke und kommen da nicht raus. Oder ist es einfach gar keiner da? Ach, da vorne. Ist der Weg versperrt. Wollen die mich verarschen? Hier ist ja gar keiner.
Ach doch, da hängt er. Und er hing wirklich in der Hecke fest. Und du scheinst auch ein Bandit zu sein. Oder irgendein... Was machst du denn da? Was? Sieh an, was da unter einem Stein hervorgekrochen kommt. Das nennt... Das ging aber schnell. Das war ja nur so ein Schulterstoß. Wir sind so arm. Der hat ja wirklich nichts dabei. Moment, war es jetzt A oder B? B. Sind ja auch schon ein paar Tage ins Land gezogen, vielleicht gibt es wieder Pferde. Also im Vergleich zum letzten Mal. Aber? Auf jeden Fall gibt es schon wieder Hühner. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein. Wie sieht es aus, Melicha? Schön, dich zu sehen, Heinrich. Ich möchte dir abermals danken. Alle sind geheilt. Das ist ein Wunder. Oh, das freut mich. Ihr habt schon genug gelitten. Wir alle haben das. Wohl wahr. Weißt du, die Leute hier sind dir wirklich dankbar. Am liebsten würden sie dich und Nikodemus heilig sprechen. Sie haben mir Geschenke für dich gebracht. Zuerst war ich davon nicht angetan. Schließlich ist uns kaum etwas geblieben, als das Vieh verendet ist. Aber... Nein. Das kann ich nicht annehmen. Gib das zurück und richte ihnen meinen Dank aus. Du bist zu gütig. Es freut mich, dass du das verstehst. Die Zeiten sind hart. Ich weiß. Ich bin nur froh, dass alles gut ausging. Ich auch. Ich auch. Diesmal habe ich das Geld nicht angenommen. 125 Groschen, ey. Dahingeschissen. Da ist der Fertigkeitspunkt in Alchemie besser. Und wir haben uns, glaube ich, letztes Mal dafür entschieden, Hexer zu nehmen. Ah, du kannst dann durch Alchemie auch deine Klinge vergiften. Ich hatte es zwischendurch mal in den Fähigkeiten vom Kampf gesehen. Aber wenn dem so ist, dann ist dem so. Reiten wir mal rüber nach Talmberg. Und bringen die Felle zum Gerber. Machen wir weiter bei der nächsten Folge auch. Bis dahin, tschö, euer Imperator. Wie gesagt, heute ist es ein bisschen kürzer.